Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem höchstwahrscheinlich Finale von Last Will Demon Summer's Life Hackers Memory. Ja, ein letztes Mal hören wir dieses gigantische Soundtrack-Stück, Mann. Und die Dinge werden ziemlich spannend zum Ende hier. Wir haben es geschafft und sind hier nach Eden wieder zurückgekommen. Wir haben Erica gefunden, die jedoch von den Eatern hier assimiliert worden ist und im Endeffekt keine Chance mehr bestand, sie zu retten. Ihr Erinnerungsserver, wie wir im Hintergrund sehen, in dem wir uns gerade befinden, ist von den Eatern so gut wie verschlungen. Wir versuchen nun, Erica zurückzuholen, doch dabei müssten wir an Erica selbst vorbei. Beim letzten Mal haben wir eine Möglichkeit gefunden, das zu schaffen, durch ihren Willen zu leben. Und Wormons Willen hat Wormon sich zu Hoodiemon entwickelt. Und nun haben wir eine Chance, Erica zurückzuholen. Und das machen wir jetzt. Battle for One! Keiner stiehlt uns unsere Erica.通信が途切れてしばらく経つぜ。どうなったんだ。終わったよ。イーターレギオンは消滅した。この声、お前エリカンなのか。 エリカであり、エリカじゃない。ガームモンとエリカの精神データを融合したエリカの願いから生まれた新しいエリカの姿だよ。お嬢の新しい姿。お嬢が弟子モンになっちまったっつうのかよ。 どうって言われてもなあ、確かに声はお嬢だし、このすっとぼけた感じはワームモンだし、こんなんあり。どうですかね、鬼。すまん、ちょっと自分は。だよな、いきなり妹が出島になったらそうなるよな。それ真っ当な反応だと思うぜ龍二。 だな、ちょっと、つうか、かなり驚きな合流の仕方だけど、これでようやくルディエが最終号できたわけだし、細かいことは一個なしだな。待ってたぜ、お嬢。心配かけすぎだっつうの。ああ、どんな形であれ、お前はお前だ。よく戻った。 なんだ。 イーターがお嬢のサーバーに集まってる。 レギオンを倒したのにエデンの侵食が止まっていない。 エリカの自我の影響がここまで伝播してしまったんだ。 は? おいお嬢、俺たちにも分かるように説明してくれよ。 イーターレギオンは 膨大な記憶を持つエリカを取り込んだことで、かりそめの自我を持ってしまったの。そしてイーターネットワークを通じてその自我はエレンの中の他のイーターにも拡散してしまった。彼らは自我の統一を求めて、隠れであったエリカの記憶サーバーに集まっている。でもあのサーバーにはもうエリカたるものはない。イーターたちは核の代わりになるものを求めて互いを食い合い、別の何かに進化しようとするはず。別の何か?
おい、なら止めた方がいいんじゃねえのか。ダメ、もう間に合わない。これは空っぽのエリカの記憶サーバーのシェルとして仮初めのゴーストを核としたイーカンの進化体エデン全体に根を張った虚構の木イーターエデン。イーターエデン、なんつう声だよ。宿ってしまった自我がイーターを苦しめているよ。エデン全体を取り込んだことでその苦しみはさらに増したはず。エデンにはあらゆる人間の精神データが感情や思い出が欲として蓄積されているから、何よりもイーターを帰りたがっている。本来自身があった場所に帰る。私があの子に与えてしまった二つの記憶、それは外の世界への好奇心教習なんだよ。この二つは全く違うようで同じもの。狭い世界を飛び出して知らない世界を見てみたい。そして懐かしい場所へ帰りたい。あの子もそう思ってる。私はそうだったように、あれも一つのエリカの姿。エリカから進化した私と何も変わらない。それを俺たちは倒しちまうしかねえのか。私は倒したい。エデンを取り戻すためだけじゃない。あの子を元のところに返してあげたい。たとえそれが私のエゴでしかないとしても、もう侵食はエデン全てに及んでいる。もはやこの電脳空間そのものが入れない。それでも戦う意志はある。今更そんなこと聞くなよ、お嬢。俺たちはけじめをつけるってそれだけの理由でここに来たんだぜ。これがエゴじゃなくてなんだっつうんだよ。その通りだ、言っただろ。どんなわがままでも聞いてやると。君はどうした？私の手で返してあげる。Eine Sache, und zwar die Sache ein für alle Mal zu beenden, Leute. Okay. Legen wir wieder mit meinem Lieblingsskill los, Mann. Na, einfach das noch ein Plus-Adress. Zwölfer muss ich sagen, schon mal. Okay. Erstmal müssen wir Belfimon aufpunchen. So, jetzt müssen wir aber auf alle unsere Digimon zurückgreifen. Ich packe Seraphimon erstmal ein bisschen hier in die Hinterhand. Und tun wir hier die Angriffsfront auspacken. So. Schön das Geschwindigkeitsfeld. Danke, 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 danke. So, dann. Senkt Angriff des Gegners. Das ist nie schlecht. Klappt wahrscheinlich nicht, oder? Doch, klappt. So. Na, 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 na. Jo, so ein Diskurs. Wieso kann mir niemand sagen, dass ich in diesem Fight mich immer um das kümmern muss? Sprite Heilung, weil ich habe viel zu wenig Items. Wurscht. Auf Belfimon. So. Halt mal, ich war echt kein. Das ist Textufeld, man. Hätte ich das gewusst, man. Ich hätte mich ja auch im Vorhinein dagegen schützen können. Aber nun gut.
Wieso einfach, wenn es auch schwer geht? Jetzt langt's mir, Mann. Wollen wir jetzt mal einen raushauen? Oder warte mal. Ja, will ich noch nicht, Mann. Weil ich muss mir jetzt einmal hochboosten. Und dann können wir gescheit raushauen. Also jetzt noch einmal aufs Omnimon. Ich muss unbedingt mal ein Angriffsfeld raushauen. So, sehr schön. Alle sind wieder da. Dann. Erstmal den Verteidigungsbrecher. Das Angriffsfeld. Und jetzt pushen wir uns hoch, Mann. So. Wie, du machst nochmal einen Textzuschlag. Alter! Der Fight ist voll lustig, voll spaßig. Multiheilung DX. Dann setze ich halt jetzt meine Multiheilung DX ein, Mann. Mir fällt jetzt gerade auf, dass ich die hab. Ich bin so blöd. Aber okay, jetzt können wir endlich mal raushauen, Mann. So, und jetzt fangen wir an. Jetzt langt's mir nämlich von dir. Heulend seelend. Zack. Ja, dein Donnerschlag, der tut mir nicht weh, Mann. Also das ist irgendwie auf eine Art und Weise Erika. Eine Art und Weise, die, egal wie sehr Erika da drin steckt, nicht existieren darf. Und deswegen müssen wir, ja, für Erika, für uns und auch irgendwie für das Viech selbst, es besiegen. Oh, Gott, der Dunkelheit, Mann. So, rauf, Mann. Sebleon. Was macht ihr jetzt? Okay, das ist okay. Jetzt müssen wir nur besiegen, bevor er das machen kann, was er macht, Mann. Aber es könnte echt klappen, Mann. Komm, Omnimon! Omnimon! Zack! Und jetzt! Leg's nochmal los! Hulimon! Und jetzt! Was jetzt? Dustimon! Hey! Servus! Hulimon ist irgendwie lieber. Aber egal, Leute. Es ist jetzt hier zu Ende. Beende es! Hilfe, Mann! Ach, fast. Es hat noch ein Leben, Mann. Es hat noch ein Leben, Mann. Warte mal, wollen wir spannender halten? Ich finde, wer soll es eigentlich beenden, Mann? Eigentlich müsste es Seraphimon beenden. Schauen wir mal. Wind tun wir rein. Ich bin so heiß drauf. Ach komm, das passt eigentlich. Ich lasse es just im Moment, weil ich finde, Ryuji muss ja seine Schwester hier retten. Also, Leute, ich überlasse dir die Ehre. Schade. Energiereserve 2. Texturenfeld. Was sonst? Weißt du, was so lustig ist? Hatte ich mit Sakuyamon, hatte ich vor diesem Fight, hatte ich sogar ein Item dagegen. So, nein, ich will die Part jetzt aktuell drin lassen. So, das heißt, Multiheilung DX. Hätten wir uns ein paar mehr kaufen müssen. Okay, Leute. Dann, alles nochmal von vorne. Gorgonenauge. Grand Draco. So, Seraphimon, wir hauen jetzt mal ein bisschen heiliges Licht drauf. Und dann brauche ich natürlich unbedingt wieder Mastermon. Geschwindigkeitsfeld. Ah, so nice, Mann. Ah, Leute, das ist ein geiler Fight, Mann. Countdown. Das ist irgendwie nicht gut. Jetzt ist die Frage, greifen wir an? Oder greifen wir nicht an? Verteidigungsbrecher? Da, Mann. Höllenzerstörer 3. Ah, falsche Attacke. Na, wurscht. Ich habe gerade Angst, was passiert, wenn er seine Attacke raushaut, Mann. Ich möchte jetzt nicht, dass mein ganzes Party stirbt. Counter 2. Ja, okay, er wird die Attacke raushauen. So, 1. Und ich glaube, jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen covern. Okay, das Evelemon wird leider sterben. Eins auf Arur!
Naja, hab mir schlimmeres erwartet. Okay, dann ist es wieder Zeit für meine Elite. Belfi und Omni und... Habe ich jetzt Belfi mal ausgewechselt? Nicht, oder? Wahrscheinlich. Habe ich ihn ausgewechselt? Ich weiß es nicht. Herr Nucke, ich meine, ja. Wartet, so. Also, Belfi. Belfi brauche ich. Und Omni. Das ist natürlich doof, Mann. Ich hätte erstmal eine andere, die uns angreifen sollen, sie am Ende reinwechseln sollen, aber ist ja wurscht. So, Fehlfunktion. Was ist das? Ah, okay. Das ist der Schadenseffekt hier. So, dann hauen wir raus, Mann. Bam! Also, eigentlich hätte ich noch Mastermon einwechseln müssen. Aber schon okay, Mann. Wir schaffen das, Mann. Und jetzt wieder. Oh, Leute, Mann. Belfamon in dem Fight. Der ist so awesome, Mann. Kopf, die du Kleid. Alter. Okay, geil. Fingertritt, Mann. Bandes. Wäre ganz nice. Ja, ich will. Es ist mir wurscht, ob Justimon kommt, Mann. Ich habe gerade größere Probleme, Mann. Diese Nostalgiewelt. Ich denke mir, zwei Schaden. Ja, okay, wird schon nicht so schlimm sein. Aber alle negativen Statusveränderungen sind jetzt sofort. Aus auf Cyber Leomon! Und deswegen ist es Zeit für die nächste Party. Bam, Grand Draco und Kentasarumon! Seraphi, Grand Draco, Kentasarumon mit seinem Schönheit. Nein, er macht's nochmal. Das ist eine malige Attacke, Mann. Okay, aber jetzt hat es nur Schaden gemacht. Ach, sie haben ja auch noch geblockt vom Vorigen. Okay, Leute, dann ist es jetzt Zeit, rauszuregen, Mann. Jetzt sind wir in der Offensive, Mann. Kristallevolution. Und der Raffimon. Leg los, Mann. Rette Erika. Rette ihn. Wenn es einer kann, dann du. Und wenn du es nicht kannst, dann kann es Kentasarumon. Bifrost. Ah, okay. Es hätte auch leicht sein können. Das war jetzt ein bisschen härter, als ich erwartet habe. Das war jetzt definitiv ein bisschen härter, als ich erwartet habe. So, mein Name ist Kentasarumon. So, letzte Heilung auf Seraphi. Na, Grand Draco. Seraphimon. Auch in seinem Tod opfert er sich noch für alle anderen auf. Okay, Counter macht er wieder. Jetzt ist er noch in einer stärkeren Phase. Okay, erstmal ein Gorgonenauge raushauen. Geht immer um die minus 30. Schöner Kick. Punch. So, und jetzt brauche ich. Die sind natürlich jetzt alle verwirrt. Das Aroma müsste ich glatt drin lassen. Mastermon. Weil ihr seht, die kommen erst in 100 Jahren alle dran, Mann. Besonders der Countdown ist schon abgelaufen, das ist mir wurscht. Ist mir nicht wurscht, ist mir gerade aufgefallen. Alter, ich komme nicht mal dran und kann mir meinen Digimon verteidigen. Na gut, ich verteidige jetzt einfach. Na gut, Belfamon, aber Belfamon sollte es überstehen. Ein Sofaur. So, aber jetzt wachst du wieder auf, Mann. Ich helfe dir jetzt nicht, Mann. Du stehst einfach auf, Mann. Baby. So, 51 Schaden, Alter. Sharkomon, na, ich hätte eigentlich lieber wieder meinen anderen Freund. So, aber nun gut. Chaosverringerung. Ist immer halt mein Ass im Ärmel, Mann. Jetzt steh aber wieder auf, Mann. Genau, Mann. Und jetzt, Belfi. Zeit loszulegen. Gabel der Dunkelheit. Alter, gegen den Punch kannst du dich einfach nicht wehren. So, Fehlfunktion, weil jetzt kommt wieder der Backlash. Und das war's jetzt, mein Friendo. So, Mann. Haut's drauf, Mann. Chaos Degeneration. Oh, Leute, meine ganze Dinge, man, mir braucht hier wirklich, um hier zu bestehen, Mann. Das ist echt alles andere als leicht, Mann.
141, ja gut, Mann, das war jetzt nicht so. Gut. Masterborn. Jetzt geht's erstmal bergauf, Mann. So, was macht er jetzt? Ja, das ist mir echt so wurscht. Das Problem ist, ich habe nur noch mit Belfermann einmal meinen Move auf. Da muss ich wieder Items setzen. Ja, super. So. Bifrost. Und jetzt. Omnimon ist halt immer noch verwirrt, aber ich kann selber Leomon einwechseln. Und ich weiß nicht, ob er nochmal sowas Fieses macht. Deswegen kann ich mit Seraphimon, kann ich mir jetzt erstmal schön hochheilen. Letzte Heilung. Servus, ich bin Seraphimon, kennst du mich noch? Haben wir schon ein paar Mal getroffen. Ach komm, kein Geistesbrecher. Das ist madig. Aber egal, Mann, wir sind immer noch in der Oberhand. So, strahlender Laser. Das hat jetzt scheiße. Falsche Attacke. Komm. Und jetzt kommt Sableomon. Hau mal einen richtig raus. Aber so richtig, Mann. Genau, Mann. Und jetzt Seraphimon. Warte mal. Nein, wir heben uns Seraphimon auf. Erstmal ein Bifrost. Ich finde, Seraphimon muss es beenden, Mann. Ich finde irgendwie, Seraphimon muss es beenden. Ich kann auch nichts dafür, Mann. Weil das war einfach mein Digimon, was mich durch diese ganze Digi-Welt begleitet hat, was mich gerettet hat. Okay, deswegen Seraphimon, beende es! Oder auch nicht. Oder Shakumon muss es beenden. Ah, na, Geiststahlzerstörung. Okay, gut, noch eine Phase. War ja fast klar. Energie ist über 0. Okay, das war jetzt seine letzte Energiereserve. Alter. Was ist mit dir los, Boy? So, okay. Er hat nur auf Kentasaromon gewirkt. Das ist natürlich geil, weil Kentasaromon am Anfang dran ist. So, ich brauche Belfermon wieder. Nein! Ich habe Seraphimon ausgewechselt. Was mache ich denn? Ich bin doch doof. Ich bin halt ernsthaft doof. Eigentlich wollte ich... Ja, ist wurscht. Okay. Kentasaromon wollte ich eigentlich auswechseln. Und dafür bräuchte ich noch Grand Draco. Ihr wisst wieso. Gorgorenauge. Das ist so ein geiles Feld, Mann. Was wir hier haben, Mann. Aber ich finde, der Fight, der bockt sich einfach so richtig, Mann. Weil man wirklich auf alle Ressourcen zurückgreifen muss, man. Oh, Shakumon. Ich brauche diesen Move. Kette verbinden. Jetzt mal das Gagonauge. Und jetzt leg los, Belfi. Ja, mit der Dunkelheit, Mann. Der Move alleine macht ihn schon platt, Mann. Jetzt hinterher noch ein heulendes Elendmann mit meinem... Ja, der macht auch nicht gerade viel weniger Schaden, Mann. Okay, Nostalgie wild, das wird wieder wehtun. Nein, nicht wehtun, aber halt negative Startfindung aus auf Grand Draco. Gorgonenauge. Na, es ist, ich weiß nicht, ich hab vergessen, wie es heißt. Ist wurscht. Ja, 36 Schaden, das habe ich mir fast gedacht. So, jetzt kommt wieder... Hoodiemon. So, jetzt erstmal Multiheilung einschmeißen wieder. Immer meine schöne Multiheilung, die X-Mann. Ich habe nur 8 Stück. Aber ich brauch's halt. So. So, heulendes Elend. Gott, der ist nicht so schlimm, obwohl Grand Draco, naja. Gabe der Dunkelheit kann ich halt immer einsetzen. Dann. Mal Zerstörungskanone. Sehr schön, Mann. Ey, das Kette Plus, Mann, alles, was der gemacht hat, das war echt der beste Verteidigungsmove, den jemand hatte in diesem Spiel. So, Seraphi. Ah, Omnimon ist halt noch verwirrt, Mann. Saber Leomon lass mal drin und Grand Draco, ja. Okay, wir müssen ihn besiegen, bevor der Countdown unterlassen. Ansonsten könnte es nochmal echt schmerzhaft werden. Das heißt, loslegen, Mann. Ich habe zum Glück nur mit ihm Kette Plus, Mann. Oh, alle drei, Mann. Hoodiemon, Seraphimon und Saber Leomon. Komm! Du willst nach Hause. Und beendet! Und Hoodiemon hat es beendet. Irgendwie passt es doch. Alter, Mann. Hat sie mich gerade gebitchlappt? Leute, Mann. Das war ein geiler finaler Angriff, Mann. Wirklich nochmal eine ganze Digi-Party, nochmal die zusammengeholfen hat, den hier zu beenden. Und nun ist es Zeit, den Ether ein für alle Mal zu besiegen. Die Eden zu retten und die digitale Welt uns zurückzuholen.
これは？おい、周り見てみろよ。エデンが元に戻ってる。よっしゃ、やったんだな俺たち。これでフーディエに。まあお嬢はデジモンになっちまったけど、なんとかなるよな。俺たち揃ってフーディエに帰るんだよな。エリカ、なんだ。世界の改変が始まるの。改変？何を言っているんだ。私はエリカは、インターネットワークの中である遠い場所で選ばれし者たちによって世界が救われ、判定が下された。彼らの戦いの結果、世界は書き換えられる。デジモンと人間が出会わなかった世界へ。は？なんだよそれ。つまり俺たちはどうなるんだ。わからない。でも多分私は人間に戻る。そういう奇跡がこれから世界中に降り注ぐの。本当か。やったな。それじゃ改変とやらは大歓迎じゃねえか。でも変わらないものもある。エリカはその一つ。エリカが病気や何らかの原因で死を迎える未来はきっと変わらない。エリカはまたそういう役回りなんだよ。この世界は不平等で、だからこそ奇跡も存在する。私は選ばなくちゃいけない。今すぐに世界の改変にエリカが飲み込まれる前に。エリカ、何を言っているんだ。助けに来てくれて嬉しかった。私の姿は私たちだけが起こした奇跡。たとえこれから何が起こっても、それだけは忘れないでね。それからさよなら。みんな大好きだよ。最後の言葉聞こえたかな。聞こえたよ、きっと。もう素直にさよならできないの？言ったでしょ、世界は改変されたんだよ。君は私にくっついて次元の狭間に来ちゃったから、一時的に免れているだけ。スエドー明美から話を聞いていたからわかるでしょ。これでも改変の境目である今だからこそできることもある。私はこのままフーディエモンとしてデジタルワールドへ行くね。ガームモンはエリカの記憶を受け継いだことで、エリカの新しい器になったの。ワームモンとエリカが一つになった姿、それが私。私はデジモンとして生きていく。だからフーディエには帰らない。もう決めたの。私だって帰りたい。みんなとずっと一緒にいたいよ。お兄ちゃんがいて、千歳がいて、そして君のいる
フーディアに帰りたい。でも現実世界に帰っても私はもう長くは生きられない。そしたらまたお兄ちゃんにみんなに重荷を背負わせることになってしまう。ごめんね、もう私のことで誰も苦しませたくないの。それに何より、私はこの姿を、記憶を捨てたくない。フーディエモンが生まれたのはエリカと私だけが願ったからじゃない。リュウジ、お兄ちゃんやチトセ、そして君という別の存在がエリカの可能性を願った。一人の人間と一体のデジモン、そしてエデンネットワークが記録したこの世界のあらゆることを記憶したデータデジモン、それがフーディエモン。私は世界の記憶でも、改変に従って人間に戻ったらきっと何もかも忘れてしまう。辛いことも悲しかったことも嬉しかったこともこの世界で起きたこと全部ね。私は忘れたくない。この姿をなくしたくないよ。みんなが起こしてくれた奇跡を一時の幻で終わらせたくない。もう決められた運命なんかに従わない。だから生まれ変わるの。みんなと過ごしたこのメモリーを抱えたまま、そしてデジタルワールドでまだ見たことのないたくさんのものを見て冒険して知らないことをたくさん知るの。今ならそれができる。ううん、今しかできないの。だから見届けてくれる？足りない？何が？お兄ちゃんと千歳をよろしくね。さよならはしないよ。世界が変わってもデジタルワールドと君たちの世界はどこかでつながってる。きっとまた会える。私たちの世界へ。
次元の狭間を流れていく中で、僕は改変されていく世界を見た。エリカが言った通り、そこはデジモンたちのいない世界。エデンという電脳世界もまだ誕生せず、ローカルなネットだけで人々が生きていた世界。僕たちの冒険が一つ一つ消えていく光景だった。なぜ、誰が、どんな決断でこんなことをしたのか、僕たちはただ、これまで通り、その大きな流れに従うだけなんだ。でも、その光景を見つめながら、僕は心に誓った。決して忘れないと、エリカのように、あがいてみせると、僕たちが戦った記憶を、すれ違い、もがいて、積み上げてきたものを手放したりしないと。エリカがした選択。エリカの新しい姿を、最後の、あの笑顔を、覚えていてみせる。絶対に。絶対に。Und so wie es aussieht, war es das. Das Ende von Digimon Cyber's Life Hacker's Memory. Unsere knapp 70-stündige Odyssee, laut Spielmodus natürlich 160 oder 150-stündige Odyssee, geht damit nun zu Ende. Und ich muss ebenfalls auch wie nach dem ersten Cyber's Life sagen, wow, wie leid es mir tut, dass unser Abenteuer schon wieder vorbeigeht. Ich spiele sehr viele Spiele, auch fürs Let's Play und für den YouTube-Kanal. Und besonders bei Rollenspielen habe ich halt immer das Problem, dass sie sich halt immer sehr lange ziehen. Wegen Grinding, weil es halt einfach generell lange Spiele sind. Und hin und wieder verliert man halt da doch wieder teilweise die Lust, es aufzunehmen. Weil ja, irgendwie man steckt mittendrin, man muss leveln und so. Aber es gibt so diese Spiele, zu denen auch ein Persona 5 oder ein Berseria gehört haben, die man einfach mal weiterspielen will, wo man gar nicht aufhören wollte. Jetzt muss ich überlegen, das Spiel kam Ende Februar raus, jetzt ist Anfang April, also innerhalb von so knapp anderthalb Monaten habe ich dieses Spiel durchgespielt, Mann. 30 Aufnahmesession und 60 Stunden. Krass, Mann. Hobbylos. Nein, Leute. Das auch, aber das ist wieder ein anderes Thema. Da war die Dose Moorburg geschmissen haben, Mann. Es ist ein wunderschönes Abenteuer, Mann. Und ich hab's irgendwann mal schon gesagt. Digimon Cyber's Life Hackers Memory war mein meist erwartetes Spiel des Jahres. Ich habe das erste Cyber's Life geliebt, weil es einfach das beste dieser Fang- und Trainierspiele war, die ich jemals gespielt habe, besser als Pokémon. Und dazu halt auch eine echt schöne Story hatte. Cyber's Life Hacker's Memory ist nicht ganz so gut wie der erste Teil von der Story her, das muss ich schon mal sagen. Es wurde am Anfang gleich mal introduced, hey, unser Hauptcharakter, er war nie was Besonderes und hat sich als nie so etwas gefühlt. Ah, und da Wormon und Erica. Und es fühlt sich auch ein bisschen so an, weil alles, was wir hier machen, ist im Endeffekt irgendwie nur so Beiwerk. Ich meine, die anderen Leute retten die Welt, die digitale Welt und die wirkliche Welt und wir haben es nicht mehr geschafft, Eden zu retten, wir haben es nicht mehr richtig geschafft, Erica zu retten. Das ist die digitale Welt. Ich will Erica sehen. Sehen, dass ihr gut geht. Blöds bei Bandai Namco Entertainment. Was wollte ich ihm tun? Ich glaube, ich habe gerade vor mich hingeträumt. Ach ja, ich war auf dem Weg zum Café. Rudi wartet sicher auf mich. Ikebukuro. Unser altes Viertel, wo wir so viel Abenteuer erlebt haben. Angefangen ja auf dem Digi-Schwarzmarkt, wo wir unsere Identität wieder zurückholen wollten. Wurden wir schließlich von einem gewissen Herrn Ryuji gerettet. Und nach langer, langer, langer Zeit kämen wir wieder zu Uli zurück. Was auch wieder steht. Schön, dass es wieder aufgebaut worden ist. Die müssen ganz schön viel Cash haben. Muss ich mal auch so bedienen. Wieso verdienen wir dann so wenig hier?
Und nun zurück zu Woody. お前も行くだろ。 行こうかな、リーダーのおごりなら。なんで祝われる俺がおごるんだ。お前が払え、全額だ。いいで、高校生にかからないでもらえます。なあ、お前もレジェンドの金で肉食いたいよな。 So, es würde etwas fehlen. Es würde jemand fehlen. Oi, nani shiten da? Oitetchimau zo. Ah. Spiel Plus freigeschaltet. Leute, das war der schönste Endbildschirm aller Zeiten. Das war der schönste Endbildschirm aller Zeiten. Ihr habt ja gesehen, dieses The End. Und wir haben da gesehen, wie, alle unsere Digimons in Pixelform sind und sich nochmal, ja, so klein verabschiedet haben. So, Leute, wir müssen noch ein bisschen reden, Mann. Also. Wie gesagt, ich habe ja schon angeführt, Mann, die Story ist nicht ganz so gut wie das erste, weil man halt, wie gesagt, nur ein Beiwerk ist. Die anderen, wie gesagt, haben die digitale Welt gerettet, die Royal Knights besiegt, Mann, den Digi-König gestoppt, Mann. Also, der werte Maxi aus dem ersten Teil, der ist nicht so cool. Also, der coolste Maxi bin ich, der zweitcoolste ist der aus dem ersten Cyberslife und der ganz unten, das ist der Maxi Amma Vasa oder wie auch immer heißt. Und ja, wir haben halt irgendwie so vor uns hingemacht, Mann. Ich meine, bis zur Hälfte war es ja ganz nett. Wir haben hier wirklich immer Kay verfolgt, Mann. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, der Twist, dass Kay wir sind, Mann. Und wir im Endeffekt nur ein Identitätsdieb waren. Auch wenn man natürlich nach irgendwie 10 Sekunden gerafft hat, dass es sicher nicht so ist. War so geil, Mann. Einfach mal so sagen, hey, ich bin Maxi. Wer bist du? Das war so ein krasser Moment, Mann. Also wirklich Respekt, Mann. Weil ich meine, es war nach 10 Stunden, nach 5 Stunden, nachdem wir fünfmal mit Yu geredet haben, war es klar, dass Yu Kay ist, Mann. Weil ich betone, es gibt 4 neue Charaktere, die eingeführt worden sind. Ryoshi, Erika, Titose und Yu. Tja, einer von diesen 4 wird wahrscheinlich einer der Antagonisten sein. So, und wie gesagt, Ryoshi konnte es nicht sein, Erika konnte es nicht sein, blieben eigentlich nur noch Titose und Yu naja. Also Leute, ihr versteht sicher, was ich meine. Danach hat sich die Geschichte so ein bisschen verflüchtet. Also, ich meine, dann kam Akadimon so halt zwischendurch und dann jetzt Erika, die jetzt hier von den Eatern assimiliert worden ist, das kam halt alles einfach so und wenn man dann im ersten Cyberslife halt einfach mit Kyoko halt so das Gefühl hatte, halt, ich bin ein Detektiv, ich versuche die Wahrheit hier zu, und dann halt immer
während man hier die Wahrheit sucht, halt wirklich immer mehr kommt, war es hier in Cyber Sleuth eher so Geschichten, die aneinander gereiht sind und Zufälle, die einfach passieren. Und das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Das ist natürlich mal wieder eine Sache. Digimon-Spiele haben hier eine gute Geschichte, weil in jedem Digimon-Spiel gibt es insgesamt zwei Geschichten. Nummer eins, es gibt böse Menschen. Böse Menschen wollen die Digi-Welt erobern. Deswegen müssen wir die bösen Menschen stoppen. Oder Nummer zwei, es gibt ein böses Digimon. Wir müssen die Digi-Welt retten vor den bösen Digimons. Und das sind alle Geschichten, die es in Cybers, die es in Digimon gibt. Ist einfach so. Ist auch nicht schlimm. Und deswegen ist Cyber Sleuth einfach so viel geiler als jedes andere Digimon-Spiel. Es sind die Charaktere. Also, man hat hier so ein buntes Ensemble aus Charakteren, Mann. Und das war schon im ersten Cyber Sleuth sehr gut. Ich habe mal so, innerlich habe ich so mal meine Top-Liste an Charakteren gemacht, wo ich wieder sagen muss, die Charaktere aus dem ersten Teil waren geiler. Also meine 1 muss ich echt sagen, es ist schwer. Yuko oder, Nokia. Weil Nokia ist einfach so schön schrill, aber Yuko hat halt einfach die schönere emotionale Geschichte. Aber ich sag jetzt mal Nokia Nummer 1, Yuko Nummer 2, dann muss ich auf Platz 3 Erika sagen. Erika ist einer der neuen Charaktere und hat eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ein dramatisches Schicksal, auch wirklich. Und wenn wir gleich nochmal zum Ende kommen, wird das eigentlich nur noch umso schlimmer. Und trotzdem kämpft sie immer weiter, Mann. Und ja, am Ende aus reiner Überzeugung schafft sie es hier, am Leben zu bleiben. Großartig, Mann. Auf der 4 dann Narata, Mann. Narata ist eh badass, Mann. Auf der 5 würde ich dann hier Ryuji einsetzen. Auch wenn er immer so ein bisschen so, ey, weil so einer auf coolen Typen hat, ist er halt einfach, tut er einfach doch alles für seine Schwester und Mann. Und die ganze Geschichte mit Arcadimon war ja im Endeffekt, dass er an dem ganzen Druck, an dem, was hier passiert ist, im Endeffekt zusammengebrochen ist. An all den Dingern. Und das war halt auch so großartig, Mann. Also wie gesagt, eine Person, der einfach so viel Schlimmes passiert und dadurch eben dieses Arcadimon einfach gezogen hat. Großartig, Mann. Also wirklich ein toller Charakter. Dann, ja, weiter will ich jetzt gar nicht machen. Wormon wird dann kommen, Mann. Wormon, also Leute, ich finde es immer sehr schade, dass wir mit unseren Digimons nicht reden können. Also außerhalb dieser Nachrichten. Aber Wormon war so ein lustiges Digimon, Mann. Also immer hier als kleines. Aber man muss echt sagen, Mann, ein Digimon, das wirklich einen persönlichen, charakterlichen Wandel hat. Es war am Anfang dieses Wormon. Ich habe Angst, Mann. Und dann gab es diese schöne Szene, wo man einmal in den Server eingedrungen ist und Erika gesagt hat, ja, so langsam wird Wormon immer stärker. Und dann, ah, ich bin wo reingeraten. Hier. Netto-Netto-Netz, Hilfe, Stigmon, greif mich an, ich hab's mit meinem Stinkenetz angegriffen, Mann. Also, und dann schließlich hat zu diesem Digimon, was hier halt wirklich ein Vorreiter sein will, was hier für seine Freunde einstehen will. Und das ist halt einfach schön gewesen, Mann. Dem Weg hier dieses kleinen, süßen Wormons zu folgen. Der am Ende zu einem echt respektablen Digimon wurde. Chitose ist ein bisschen, er fehlt halt einen Großteil der Geschichte, was natürlich schade ist, aber ist auch ein netter Typ, Mann. Wir haben halt noch nie so einen richtigen Perversling in den ersten Teilen gehabt. Aber Leute, die geilste Szene war bei dieser einen Nebenquest, wo es um den Popstar ging, der kaum Fans hat und dann am Ende er so dasteht, ja, yeah! Und so jubelt, Mann, das war die schönste Szene von ihm. So, was kann man noch sagen? Wir kommen doch kurz mal zu anderen Charakteren. Also wie gesagt, es war sehr schön, wieder die Charaktere aus dem ersten Teil zu sehen. Es ist sehr schade, dass man nicht irgendwie mal so einen Special Fight hat, wo man gegen den Protagonisten aus dem ersten Teil gekämpft hat, was so geil gewesen wäre. Ich finde es ja schade, dass die Royal Knights fast keine Rolle hatten, außer Alphamon hat man ja auch nur so zwischendurch gesehen. Man hat auch viel zu wenig von Kyoko gesehen, also Kyoko hätten sie deutlich mehr einbinden können. Ich meine, Nokia hatten sie auch für mehr Auftritte, Yuko hatten sie auch viel zu wenig, Mann. Dafür stand halt Faye mehr im Vordergrund, die auch ganz nett war. Suida haben wir fast gar nicht gesehen, der wirklich ein wahnsinniger Antagonist, also wahnsinnig, nicht wahnsinnig gut, aber halt wahnsinnig war. Und ja, es fehlen so ein bisschen die eindrucksvollen Digimons. Also ich muss sagen, mit der Ausnahme von Matadormon, der halt hier Yu kontrolliert hat, Mann, war es ehrlich gesagt ein bisschen schwach, muss ich halt leider einfach sagen. Und Yu war ein scheiß Antagonist, also es war, wie gesagt, klar, was er war. Aber Leute, die Nebenquests machen hier die Spiel wieder aus, Mann, die teilweise so schön sind. Und im Gegensatz zum ersten Cyber Sleuth waren sie nicht unglaublich gesteckt. Im ersten Cyber Sleuth hatten wir Quests, die gingen einfach eine Dreiviertelstunde nur in Dialogen und man macht nichts. Was jetzt nicht schlimm sein muss, aber wenn man kurz vorm Ende steht und halt, das war bei mir so, wirklich zwei Kapitel vorm Ende steht und dann erstmal noch drei Quests kommen, die ungefähr 4-5 Stunden dauern, ist das einfach nervig. Die Nebenquests sind nicht weniger, sie sind nur besser strukturiert und das macht so viel aus. Es ist auch wieder schön, Sidequests sind, die im ersten weitergeben, wie den Okkultismus-Clip, die so super lustig sind. Und ja, ansonsten viele andere Digimons hatten auch coole Auftritte, Mann. Zum Beispiel hier das Lilimon, das was ein krankes Togemon war, Renamon mit diesem coolen Kampf und natürlich Belzemon. Also es ist auch schön,
so, dass so Digimons auch ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt worden sind. Soundtrack ist wieder geil, es gibt ein, zwei sehr schöne Stücke, besonders das Main-Film ist immer noch großartig, aber auch dieses Soundtrack-Stück, was jetzt am Ende häufiger kam, wo zum Beispiel unsere Leute hier aus dem Krankenhaus kommen und sagen, ja, wir schaffen, das war auch bombastisch, es gibt sehr, sehr, sehr schönen Soundtrack. Digimons, es gibt sehr viele neue, wir haben ja auch viele davon gefangen. Von diesen schönen Digimons mal, was passiert eigentlich jetzt, wenn ich mein Safe-Game lade? Würde mich, glaube ich, mal interessieren. Wahrscheinlich lande ich jetzt wieder, genau, vor dem. So, oh, alle meine Digimons wollen was von mir. Das ist aber schön. Und also wie gesagt, es gibt einige schöne neue Digimons. 303 Digimons haben wir. Digimeister, ja, das dachte ich mir, dass wir das noch nämlich bekommen. Weil, ich muss echt mal sagen, wir sind schon krass, man. Es gibt 332 Digimons, 314 haben wir gesehen und 303 habe ich. Also, im Endeffekt fehlen mir noch 29 Digimons. Also, okay, Omnimon Zwart wird madig zu bekommen sein. Aber warte mal, jetzt würde mich mal interessieren, Hudimon. Wie kriege ich einen Hudimon? Aus Wormon. Natürlich aus Wormon. Eigentlich macht Sinn. Wahrscheinlich damit so ganz krassen Stats, man, die man da braucht. Wormon und das kann sich zu Hudimon entwickeln, stimmt's? Netto, netto! Ja, dachte ich mir. Ich glaube, das haben wir sogar mal gesehen. Also Leute, es gibt wieder wahnsinnig coole Digimons. Ich finde ein bisschen schade. Ich finde, sie hätten noch ein paar mehr Digimons reinmachen können. Aber dass sie sowas wie zum Beispiel Apokalypomon gemacht haben, ist zum Beispiel geil. Einige der neuen Digimons, besonders Leskimon, ist eins der schönsten Digimons. Matadormon und Garandrakomon sind echt vom Design auch ziemlich geil, Mann. Und also es gibt da schon einige sehr, sehr coole Digimons. Aber es hätten halt noch ein paar mehr neue sein müssen. Zum Beispiel in Digimon Welt 3 gab es zum Beispiel so ein lustiges Bär-Digimon und das hätte ich zum Beispiel sehr gerne hier gehabt, Mann. Seraphimon ist mein neues Lieblings-Digimon, habe ich glaube ich schon mal gesagt, Mann. Er ist so cool, Mann. Er ist so cool, Mann. Und also es gibt wie gesagt einige sehr, sehr schöne neue Digimons, die und einige alte Bekannte. Es kommt halt einfach alles gut zusammen und Leute, zum Gameplay noch ein, zwei Worte. Es ist im Endeffekt das 1:1 dasselbe wie im ersten Teil. Es ist wieder ein rundenbasiertes Spiel, macht aber, ist so motivierend. Es ist so viel motivierender als jedes andere dieser Fangrollenspiele. Einfach, da die Digimon so viel Variation hat. Schau euch an, das ist ein Gabumon. Zu was entwickelt sich Gabumon? Natürlich, zu Garurumon. Aber schau euch mal an, es kann sich zu Durugarmon, zu Dumimon, zu Vedamon, zu Frigimon, zu allem. Es kann sich zu so viel Digimons entwickeln. Und das ist das, was in Cybersloth einfach so geil ist. Ich kann zum Beispiel aus meinem Tentomon habe ich jetzt im Endeffekt Imperialdamon gemacht. Meinem Tentomon, mit dem ich angefangen habe. Ich habe nicht so eine ganze Bindung zu meinem Tentomon gehabt, wie zu meinem Tentomon aus dem ersten Teil, muss ich sagen. Also es gibt so viel Abwechslung und es ist einfach wie so geil, man, wie man aus wenig einfach so viel machen kann, man. Es gibt 600 Pokémons und 300 Digimons, aber trotzdem machen die Digimons einfach mehr Spaß. Ich habe nicht so viel gegrindet wie im ersten Teil. Im ersten Teil hatten wir, ich sage jetzt mal, spielmäßig hatten wir auch so 20 Level, ein bisschen mehr Sidequest, aber im Endeffekt wird es so aufs selbe hinauskommen, aber ich habe halt ungefähr 40 Stunden mehr gegrindet. Aber Lehrer natürlich, dass ich hier schon viele Digimons eben schon meiner Ding hatte und auch gewisse halt nicht mehr haben wollte. Es ist halt einfach schön, Mann. Also dieses Ability-System, was einem auch hier erst viel zu spät eigentlich erklärt wird mit den System-Mods, verhindert halt, dass man wirklich am Anfang sich gleich die Super-Digimons hochlevelt. Am Ende nervt es ein bisschen, aber im Endeffekt bleibt halt dazu, dass dadurch das Spiel halt immer spannend und es wird immer schön. Es ist immer geil, ein Digimon zu fusionieren. Leute, es macht jedes Mal Spaß. Leute, Gankomon habe ich nie im Kampf eingesetzt, Mann. Trotzdem bin ich heiß drauf, Mann, einen der Royal Knights hier zu haben, Mann. Als ich hier mein Saber Leomon, mein Sakuimon wieder hatte, Mann, das hat mich einfach glücklich gemacht, Mann. Das ist einfach so, Digimon, die mir im ersten Teil schon so viel Spaß gemacht haben. Es ist auch super schön, dass ich, wenn ich im New Game Plus habe, meine Liste an Digimons habe. Es geht ja nicht mal darum, dass ich die Digimons habe, nur dass ich sie in meine Liste habe, damit ich nicht immer austüfteln muss, wer zu wem wird. So ein tolles New Game Plus Feature. Respekt dafür. Und jetzt noch zwei Worte zum Ende und dann beenden wir dieses Video. Das ist eh schon wieder fast eine Stunde lang, Mann. Das Ende war jetzt echt traurig, Mann. Es war nochmal sehr schön, dass wir alle Digimon zum Abschluss nochmal gesehen haben. Das war auch im Endeffekt wie im ersten Teil. Ich fand's so lustig, Mann. Da standen Grandrakomon und Belfomon standen so im Vordergrund. Mein Seraphimon stand ein bisschen abseits, mein Sakuimon hat man kaum gesehen, Mann. Aber es ist einfach so ein schöner Moment, weil das haben sie viel zu wenig gemacht, dass die Digimons, die man wirklich selber in der Party hat, wirklich in Cutscenes eine Rolle spielt, Mann. Sowas ist immer schön, weil es zeigt halt irgendwie, dass man individualisierbar ist. Ich meine, dass ich meinem Digimon, dass ich ja an das T-Shirt anziehe, ist jetzt nicht so halbwegs individualisierbar, wenn ich zum Beispiel im Hintergrund sehe, dass Imperialdamon, welches sich trainiert hat, mit dem Blut, Schweiß und sehr viel Frust hatte, weil es so schwer war, es zu bekommen, im Hintergrund steht. Oder mein Belfomon, der mir im Endfall so gut geholfen hat, dass ich den da sehe, Mann. Das sind so die Momente, die halt das Spiel einfach ausmachen. Und es geht halt auch immer in dem Spiel um Individualisierung. Und wenn ich das sehe, dann macht mich das einfach glücklich.
Gab es ein paar zu wenige Momente. Also meine Highlight-Momente in dem Spiel war echt, Mann, wo Seraphimon aufgetaucht ist, Mann, und er einfach gesagt hat, Alter, ich bin hier und beschütze dich, Mann. Das war so ein geiler Moment. So, und zum Ende jetzt nochmal, wie gesagt, es ist sehr schade, dass hier uns Erica verlassen hat und jetzt ihr die Welt überschrieben hat. Das war ja das, was wir im ersten Cyberslice so gut wie nicht gesehen haben. Die Welt, nachdem wir die Welt umgeschrieben haben. Aber wir haben nun gesehen, wie drastisch das ist. Und ja, Ryoshis Eltern leben. Sie leben. Der Unfall ist nie passiert. Und Erica ist aus allen Gedächtnissen gelöscht worden. Außer aus unseren. Maxi kann sich scheinbar noch erinnern, Mann. Trotzdem, trauriger. Traurig ist es schon. Und irgendwo, aber man muss das Positive sehen. Egal wo Erica nun ist, sie ist glücklich und kann nun leben. Und das ist doch irgendwie, auch wenn wir sie nicht mehr sehen, etwas Schönes. Leute, das war Digimon Cyber Sleuth Hacker's Memory. Ein ganz heißer Kandidat für mein Game of the Year, wenn ich mir hier Spiele anschaue, die ich auch gerade spiele, wie Ni no Kuni 2, was natürlich großartig ist, Mann. Und auch einige Spiele, die dieses Jahr noch kommen werden. Muss ich echt aber trotzdem sagen, ich denke, es wird dieses Jahr wieder keinen geben, der dieses Spiel von meinem Thron vertreibt. Ich habe im ersten Cyber Sleuth wollte ich schon unbedingt noch weiterspielen, da habe ich jetzt nicht gemacht, aber im zweiten werde ich es jetzt definitiv machen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, Mann. Jetzt abschließend will ich noch eine Sache schauen, und zwar mein Speicher. Wir können ja nochmal die finale Spiellänge anschauen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, und zwar, es dürften, ja, 64 Stunden, da sehen wir es ja schon, sind. Also 64 Stunden haben wir gebraucht, und ich sage, jede Minute war es wert. Digimon Cyber Sleuth Hacker's Memory ist grafisch nicht das schönste Spiel. Es hat einige Längen, aber alles, was dieses Spiel machen will, schafft es, und das perfekt. Es ist ein wunderschönes Sequel zum ersten Cyber Sleuth. Es erzählt eine sehr schöne Geschichte mit teilweise, die halt nicht ganz so strukturiert ist wie das erste Cyber Sleuth, aber unglaublich unterhält mit fantastischen Charakteren, unterhaltsamen Sidequests, sehr, sehr viel gesprochenen Dialogen, nun mit einer deutschen Synchro. Grafik hat sich, wie gesagt, nett verändert. Es wäre schön, ein paar neue Areale zu sehen, aber mit massig an neuen Digimons. Das Digitieren und das Kämpfen machen so viel Spaß und sind fast so unterhaltsam wie in Persona, und das ist wirklich ein sehr großes Lob. Und es hat teils einfach ein so tolles Ensemble aus Charakteren wie wenige andere Spiele, Leute. Digimon Cyber Sleuth, Hacker's Memory, definitiv eins meiner Highlight-Spiele des Jahres, vielleicht sogar mein Game of the Year. Es muss echt noch was kommen, damit es von Platz 1 gestoßen wird. So, Leute, das war's, um es nochmal zu sagen. Digimon Story Cyber Sleuth, Hacker's Memory. Ich hoffe so, wir werden wieder eine Fortsetzung bekommen von diesem großartigen Franchise. Ich will kein Digimon-Spiel haben, wo ich schauen muss, dass meine Digimons Puppen gehen. Ich will das haben. Schöne Geschichten, schöne Charaktere und viele Digimons. Leute, das war's. Ich war's. Bin es und werde es euer Dams sein, euer Dams immer fix. Und ich würde sagen, hoffentlich sehen wir uns bald wieder in einem neuen Projekt. Und hoffentlich auch wieder irgendwann mal in der Welt von Cyber Sleuth. Haut rein und bis zum nächsten Projekt. Ciao.